Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Don't Starve Together. Und wirklich together, ne? Ich bin hier mit einem dabei, dem Shoninja. Hey ho. Und ja, wir machen das Projekt Don't Starve Together. Ich habe damals mal Don't Starve gespielt, vor einigen Jahren, aber auch nicht unbedingt sehr intensiv. Und davon gibt es ja schon lange eine Together-Version. Und wir sind hier gerade in einem Charakter-Auswähl-Bildschirm, wo es hier wahnsinnig viele Charaktere gibt. Anfangs gab es irgendwie nur die ersten vier, glaube ich, damals. Aber hier sind einige neu dazugekommen. Was würdest du denn nehmen? Bei der normalen Version auch freischalten. Okay. Ja, genau. Welchen also nimmst du denn? Also es haben halt viele, weiß ich auch noch nicht. Es gibt halt auch Synergieeffekte, wenn man bestimmte zusammenspielt. Also der erste, der oben, der hat keine Nachteile. Das ist auch schon ein Riesenvorteil. Genau, da kann man, auf den Bart. Genau, den kann man ja mal abrasieren, ne? Das ist ja der Standardcharakter gewesen. Das Mädel links daneben hat, glaube ich, eine endlose Feuerquelle. Die ist aber sehr schwach, vor allem was Leben angeht und auch was Schaden angeht. Der dritte Typ, mit dem kam ich bisher noch nicht klar, der soll an sich sehr stark sein, hat die meisten Stats, also am meisten Leben, am meisten Hunger und auch hier diese Intelligenzleiste. Also, aber der ist anklicken? Unheimlich schnell. Kann man die anklicken oder geht es dann schon weiter? Weiß ich nicht, drüber halten. Also die Stats weiß ich jetzt auch gerade noch. Okay. Ja, das haben wir halt. Aber der ist halt unheimlich schnell hungrig und hat Angst vor der Dunkelheit. Ist schwach. Ja. Ja, mit ihr rechts habe ich bisher noch gar nichts gespielt, so richtig. Die wurde irgendwie verfolgt von ihrer Zwillingsschwester. Ja. Der Dingstyp hier, den finde ich ganz cool, diesen Roboter. Der kann halt alles essen, scheinbar. Und kann man upgraden mit Gear. Aber boah, Gear habe ich bisher noch nie so oft gefunden. Und inwiefern kann man ihn upgraden? Inwiefern kann man ihn upgraden? Also, was wird da geupgradet? Der wird einfach nur stärker, also seine Attribute verbessern sich. Okay. Aber er kriegt halt auch Schaden, wenn es regnet, und das tut es relativ häufig auch mal am Anfang. Also, weiß ich nicht, für ein Anfangsspiel finde ich den schon relativ schwierig. Vor allem, weil das Gear, was du am Anfang findest, das brauchst du dann noch erstmal für den Kühlschrank und kannst ihm eh nicht geben. Ja, so. Sie kann irgendwie Zaubersprüche machen, sie ist ein super Supporter, hat auch einen Synergieeffekt mit diesem Roboter. Man kann zaubern. Ja, also es gibt Charaktere, die haben ein Zauberbuch. Dazu zählt sie und in der Mitte der zweite von rechts. Sie hat ganz viele Unterstützungsdinger, dass sie irgendwelche Pflanzen wieder zum Nachwachsen bringen kann oder irgendwelche anderen verstärken kann. Das klingt schon mal geil. Ich habe mit ihr aber noch nicht gespielt. Der Typ daneben, den finde ich eigentlich ganz witzig. Der hat eine Axt als Standardwaffe schon und die geht auch nicht kaputt. Baut auch, glaube ich, schneller Holz ab, hat aber den Nachteil, er hat noch eine zusätzliche Holzleiste und wenn die bei 20-25% ankommt, dann verwandelt er sich in einen Biber. Okay. Das Gute ist, als Biber bist du nicht mehr, dann hast du trotzdem so Nachtsicht, das heißt, du überlebst auch die Nacht, ohne Schaden zu kriegen, aber du verlierst, glaube ich, permanent dann hier diese Intelligenz. Und daran stirbst du dann halt auch schnell. Du musst dann halt ganz schnell viel Holz essen, damit du wieder lebendig wirst. Mhm. Ich weiß nicht. Kann auf jeden Fall erstmal nicht sprechen. Der Stumme. Der kann irgendwie Luftballons machen. Da habe ich gesehen, das soll in einem super Team soll das auch ganz geil sein, weil alle Gegner dann immer erst die Luftballons angreifen und die Spieler können dann auf die Gegner draufgehen. Bellunomancy. Das ist ja cool. Ja, aber ansonsten ist er wohl sehr schwach. Der Maxwell ist ziemlich cool. Ich glaube, das war auch im Originalteil der Endboss. Ich habe es ja nie durchgespielt. Den Puppet Master meinst du? Oder wer? Der hat auch ein Zauberbuch und der kann Schatten machen. Und wenn er dem Schatten zum Beispiel eine Axt gibt oder eine Spitzaxt, dann bauen die für ihn ab, sobald irgendwas in Reichweite ist. Boah, das ist ja auch dadurch geil. Verliert er aber auch permanent was von seinen Rohstoffen. Ich glaube, von seiner Intelligenz auch. Pro Schatten irgendwie 30 und er hat insgesamt 100 oder irgendwie sowas oder 120. Das lädt sich dann wieder auf oder wie? Nee, also sein Maximum geht runter und wenn man die Schatten tötet, soll es angeblich wieder hochgehen. Aber ich hatte auch schon, das lag glaube ich an dieser Penalty vom Sterben, dass es so tief war, dass ich mir gar keinen Schatten machen konnte. Also okay. Kann super geil sein, um schnell zu Rohstoffen zu kommen, aber ja, wenn du schlechte Startwerte hast, dann kriegst du auch keinen Schatten mehr hin. Die rechts ist ziemlich stark. Hat aber den Nachteil, dass sie nur Fleisch essen kann.
Ja. Sie hat auch irgendwie so einen zusätzlichen Wikingerhut und so einen zusätzlichen Stab, Speer, den nur sie machen kann. Den kann sie aber auch fallen lassen und dann können andere ihn auch benutzen. Also zum Kämpfen, ich glaube, ich wollte sie nehmen, aber nur Fleisch essen zu können, ist auch ein Riesennachteil. Die Spinne ist ein Monster und du kannst dir dann selber so eine Spinnennester bauen, beziehungsweise wenn du andere Spinnen fütterst, dann bleiben die dir auch treu ergeben und verfolgen dich. Gruselig. Ist ziemlich geil, um sich um Spinnenseide zu farmen. Die braucht man nämlich auch. Und Monsterfleisch. Und Handy Woman, ja, die kann irgendwie Tools bauen, aber mit der habe ich auch noch nicht wirklich gespielt. Hat aber auch gute Grundwerte. Hat, glaube ich, auch keine Nachteile. Gets one free hit from the dark. Stimmt, das war sogar ein Vorteil. Ich habe das immer als Nachteil gelesen, aber es das heißt, sie kann eine Sekunde oder zwei, drei Sekunden länger überleben in der Dunkelheit dadurch. Also ich würde entweder die Bibliothekarin nehmen, aber was meint, brauchen wir schlafen? Also müssen wir schlafen? Also ich habe es bisher noch nicht gemacht. Das Ding ist, wenn man schläft, überspringt man die Nacht. Ja. Ich glaube, dann müssen es beim Multiplayer dann noch beide klar, machen. Beide. Aber wenn man es macht mit einem Zelt, dann startet man super hungrig. Also eigentlich wurde immer empfohlen, es nicht zu machen, weil man viel mehr Hunger danach hat, als wenn man die Nacht über einfach rumstehen würde. Und was bedeutet Hate Spoilage? Ich glaube, Essen vergammelt ja. Ach, es gibt stimmt, drei Vergammelungsstufen: ja. Gelb, Mittel, Gelb, Orange, Rot. Verderbnis. Und andere können das, glaube ich, noch essen und sie gar nicht. Okay. Aber im Bestfall hast du ja auch nichts, was verdorben ist. Also, und du meinst, sie kann supporten, ja? So magiemäßig. Ja, aber ich habe sie noch nicht gespielt. Also, bei Maxwell ist es zum Beispiel so, dass das, was du zum Zaubern brauchst, hat relativ hohe Anforderungen auch. Also, am Anfang kannst du da noch nicht so viel machen, wahrscheinlich mit ihr. Ich nehme sie trotzdem. Auch eine normale. Okay. Klingen alle mega cool, aber ich nehme sie. Okay. Ich nehme. Dann sollte ich vielleicht den Krieger nehmen oder die Spinne. Ach ja, und jetzt kannst du noch Kostüme auswählen. Ich glaube, ich nehme die Kriegerin, die Wikingerin. Ein Schlafanzug. Oh, ein schönes. Okay, sag Bescheid, dann klicke ich auch auf Go. Na, sieht alles kacke aus. Es ist sehr. Ich lasse das Default. Hast du so viel? Eins, zwei, drei, vier Stück. Warum okay. Auch immer. Gut. Ja, durch irgendwelche Events. Go, wa? Ja. Am Anfang wäre das Beste, was du machen kannst, in eine andere Richtung zu laufen als ich. Okay. Und erstmal alles einzusammeln, was Sapling sind, was naja, Gras ist und was dann Lebensmittel findest. Hier diese Juicy Berry Büsche sind zum Beispiel praktisch. So, du hast ja noch irgendwelche Mods aktiv, ne? Willst du mal erklären, was du für Mods aktiv hast? Einmal diese Karte, die wir da oben sehen. Ja, die hier, die Minimap. Das ist wirklich echt praktisch. Genau, dann haben wir auch noch, wir sehen uns halt auf der Minimap, beziehungsweise ja. Wenn du M drückst, hast du auch die richtige Karte. Da würde man sich normalerweise auch nicht sehen. Ansonsten brauchst du noch Steine, ja. Flints und Rocks heißen die hier. Damit du die ersten Waffen und Tools machen kannst. Ich würde empfehlen, erstmal eine Axt oder Spitzaxt. Axt ist halt gut, um Holz zu kriegen, damit man sich ein Feuer machen kann. Braucht man eine Axt oder was braucht man denn zuerst? Naja, an sich Axt, ja. Ich mache einfach irgendwas. Weil im Bestfall würdest du jetzt eh nicht irgendwo ein Lager bauen, sondern würdest eh erstmal die ganze Zeit nur rumlaufen und gucken, dass du so viel Rohstoffe wie möglich findest und die Karte dabei erkundest. Genau, die andere Mod, die ich drin habe, ist ein Wurmloch-Mod. Wenn man Wurmlöcher findet, dann weiß man, wo die sind und wohin die führen. Siehst du die Mods irgendwo, die aktiv sind? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, noch haben wir keins. Also unten rechts ist zum Beispiel ein Wurmloch, falls du das siehst du ja auch. Nee, genau. Ich meine eine Mod. Also, dass du irgendwo die Mods siehst, die aktiv sind. Gibt sicherlich irgendwo, aber weiß ich nicht. Ich bin es ja auch nicht gewohnt, auf dem PC zu spielen.
Ansonsten kannst du alsbald irgendwann mit einer Spitzaxt, wenn du so einen Stein findest. Es gibt mehrere Farben von Steinen, weiß, grau. Und es gibt manche, die leuchten so ein bisschen golden. Okay. Und die, die golden leuchten, die hinterlassen dann natürlich auch Gold. Und Gold brauchst du für die erste Tool-Maschine, Werkzeugbank, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, Workbench halt, ne? Ich habe hier schon eine gefunden. Ich glaube, ich baue auch einfach gleich die Maschine hier in deiner Reichweite. Dann kannst du die einfach auch nutzen. Aber dafür fehlt mir Holz, okay. Denn das Geile an der Maschine dann ist, du kannst einmal eine Schaufel da bauen. Die ist ganz praktisch, damit man sich so Sachen wie Juicy Berry Büsche und Gras und Twigs, dass man das auch ausgraben kann, damit man sich das mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Damit man zu Hause halt auch eine Rohstoffquelle hat, beziehungsweise Lebensquelle. Was ist ein Rock denn? Ist das sowas mit einem Loch? Ja, das da. Ja. Du hast jetzt unten links, glaube ich, in deinem Baumodus ein zusätzliches Feld. Und wenn du irgendwelche Bedingungen, Rohstoffe davon hast, dann kannst du ein Pad kriegen, was mit dir rumläuft. Ich habe es bisher noch nie gehabt, weil mir ich noch nie die Bedingungen dafür hatte, die Rohstoffe. Aber die können wohl auch. Es gibt einen, die können auch kämpfen zum Teil, die können auch aufsammeln mit. Also, die sollen wohl ganz cool sein. Gab's, glaube ich, im Grundspiel auch nicht. Gibt's irgendwie ein erweitertes Inventar, was man also angucken kann? Oder ist unten die Leiste das einzige, was man hat? Es gibt ein erweitertes Inventar, genau. Und ich wollte gerade sagen, hier in der. Die Maschine, wenn du dich da ranstellst, kriegst du zusätzliche Rezepte. Und bei Survival findest du dein Backpack. Kostet 4 Gras und 4 Stöcker. Und damit hast du 8 zusätzliche Felder. Das reicht doch eigentlich. Später hast du ja dann noch Kisten. Da. Welche? Nur einen normalen Backpack, ja? Genau. Das soll ich jetzt bauen. Wäre praktisch, ja. Ja, Tatsache. Soll ich die Steine hier abhacken? Von der Maschine? Steine würde ich jetzt erstmal nicht sammeln weiter. Okay. Das war, ich habe es nur dahin gemacht, damit es halt nahe des Tores ist und da, wo du warst. Ansonsten gibt es hier auf der Karte, wie du siehst, Wege, so eine Art Straßen. Ja, wenn okay, du darauf läufst, dann bist du schneller. Ach so. So, oben rechts siehst du auch die Uhrzeit. Wir sind jetzt bei Dämmerung. Ja. Ich hab, wie gesagt, ich habe schon mal gespielt. Es gibt, also in der Nacht brauchst du halt auf jeden Fall eine Fackel. Ich würde dir auch anraten, eher eine Fackel zu machen und weiter rumzulaufen, als irgendwie ein Feuer zu machen und dich hinzusetzen und nichts machen zu können. Dann schauen wir doch mal, da haben wir eine Fackel. Okay, brauchen wir noch nicht, erst wenn es wirklich das Schwarze erreicht hat. Ja, genau. Also beziehungsweise bauen kannst du schon vorher, du hast ja genug Inventory Space. Dass du dann einfach nur noch drauf rechts klicken musst. Ja. Ansonsten, was für die Zukunft halt wichtig ist, ab Tag 20 kommt der Winter. Und der hat's in sich. Bis dahin brauchen wir auf jeden Fall ein gutes Lager mit mindestens, ja, an sich einem Kühlschrank und 2, 3 Kochtöpfen. Und wir brauchen halt Sachen, die uns durch den Winter bringen. Jetzt soll ich einfach Zeugs einsammeln, ja. Hm. Und Sachen, die uns durch den Winter bringen, wäre zum Beispiel Hasenohren. Aber das Beste, was man machen kann, wäre aus Büffeln sich eine Rüstung zu machen, die wärmt. Das ging aber schnell, die Nacht. Naja, ich habe ja kurze Nächte eingestellt gehabt. Aber das wird im Winter dann trotzdem länger. Was praktisch ist, wenn du auf, wenn du irgendwo mal Büffel finden würdest. Oder einer von uns. Weil die brauchen wir halt dann, um das Fell abzuernten. Jetzt gehst du doch in meine Richtung. Ja.
Wie lange machen wir denn die Folgen immer? Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Oh. Na gut, aber 8 Minuten davon war ja mit der Charakterauswahl. Ist ja egal. Weiß ich nicht. Was ist so dein Maximum? Wir könnten schon 15 Minuten Pass machen. Fände ich schon okay so. Huch. Wow, okay. Das heißt Cut? Jo, mach mal kurz eine kleine Pause. Jo, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen in der nächsten Folge weiter Don't Starve Together. Bis dahin. Ciao, Leute. Bis dann.